So, und jetzt halt, soll ich einfach mal sprechen, was man sich dabei denken soll oder so? Oder wo so wie dabei denken soll? Hierbei, oder was? Jetzt dabei, genau, weil du bist jetzt genau über den Raum mit der goldenen Insel. Heißt, wenn das Wasser hochschwimmt, wäre die halt hier, in dem Raum. Und das ist halt so ganz doof, du, da ist halt so die Insel, die geht über die ganzen Etagen mit. Je nachdem, wie das Wasser ist, da brauchst du die an einer bestimmten Stelle denn, wenn du das halt nicht verkackst. Oder wenn man das halt verkackt und so, und dann an der Stelle ist, wo man die braucht, und dann ist sie nicht da, musst du wieder zurückgehen. Und ja, das ist halt irgendwie die so goldene Insel. Erstmal hier das Ding hier ansprechen. Erbe bei Rot, Flut bei Blau. Oh Gott. Jetzt geht's los, Leute. Das, was ich immer hasse bei Wasser-Dungeons. Wasserstand ändern. Lord Yabu-Yabu hat seine Blase entleert. Ja, das war wie gerade gesagt. Kann ich da nochmal drauf gehen? Nee, okay. Okay, dann... Der Knopfdruck einfach Lord Yabu-Yabus Blase entleeren. Schwimmst du da eigentlich... Durch was schwimmst du da eigentlich die ganze Zeit? Okay, also... Du bist ja durch sein Maul reingekommen, also ich denke mal, am Anfang bist du noch eher in seinem Speichel, aber ich glaube, umso weiter man kommt... Ne, ja, und Wasser dann... halt. Und Urin. So, bin mal gespannt, wie die das das erste Mal sehen. Okay, die Insel ist jetzt zum Beispiel weg. Die ist nämlich jetzt da unten. Alter, der Sui! Genau, bist du in so ein Gimmick da halt. Goldene Insel. Ja, ich weiß, oh nee, kann ja auch mal, wenn du, wie gesagt, den schaffst du heute, kannst du ja den Chat mal irgendwie eine Frage, also sich, das ist immer so zwiespannend, also ich verstehe ja, dass sie coole Ideen da hatten und dass sie coole Sachen gedacht haben, ey, ist doch lustig, aber ja, in 2D klappt das halt nicht so gut. Für einen Ring, weißt du, ich bin immer froh, wenn ich irgendwas finde, was mich weiterbringt, und dann war es ein Ring. Gucken wir mal. Na, kann ich die wirklich einfach wegschieben? Ist das so simpel? Tatsache. Oh ja, das nehme ich schon viel lieber an. Mann, Marcel, was denn? Was hat denn Marcel schon wieder getan? Hat der Marcel etwa... War der etwa gemein zu euch? Marcel, warst du gemein? Ich versuch doch bloß, ich bin da musst du alle beschleunigen, wenn die Leute nicht mögen in den Tempel. Hier, Schlüsselkey. Der Schlüsselkey mit dem Sui-Sleeper dahinter, schön. Ein Ring, ein Herzteil. Ich muss beides haben. Arr! Okay. Da geht's nach oben. Und da geht's nach unten. Er redet über Ried, ich glaube, das war's. Achso. Guck, ihr siehst, ich finde den Dungeon schon echt kompliziert, aber damals Gast habe ich ihn auch nicht. Wie gesagt, hassen ist nicht so wirklich, aber. Hass ist ein mächtiges Wort, Leute. Oh, ja, krass, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da rein kann. Ich bin passt da. So, und jetzt hier ist wieder, guck mal, hier denkst du dir jetzt halt, okay. Da ist eine weitere goldene Insel. Das heißt, wenn du mit dem Wasser irgendwas spielst, wird die sich auch bewegen. Und all so ein Scheiß halt, wisst ihr? Das ist ja nicht alles so. Gucken wir mal. Was? Blut. Wir schwimmen in Blut. Oh. Ja, gut. vielleicht ein bisschen dramatische Ansicht, aber die kann ich gerne akzeptieren. Jokerface. Oh, mega lol. Golden. Ja. Hass ist ein mächtiges Wort, deswegen sollten wir es verwenden, um diesen Dungeon zu brechen. Also, bisher finde ich immer noch den 8. aus dem Off-Seasons schlimmer. Aber mal gucken. Wir haben auch gerade erst angefangen, den Wasserstand zu verändern, insofern, das wird wahrscheinlich noch kommen. Also, wie der Raum geschlungen ist, bist du jetzt in seinem Darm. Nice. Ich wollte schon immer mal im Darm eines Fisches herumlaufen. Tschüss, Marco. Hauen Sie rein. Ah! Okay. Ich bin entkommen. Oh! Hätte ich jetzt den Anti-Stachelring, dann wäre ich unbesiegbar. Aber stimmt. Dann mache ich es halt einfach hier. Ich bin halt ein Adliger. Also, um was geht's, Rion? Wegen der Blutsache, oder was? Blau, wegen blauem Blut. Im Darm eines Drachen bist du ja schon mal rumgelaufen. Nicht nur im Darm. Mal gucken, ob hier noch irgendetwas Cooles ist. Wessen Darm? Wessen Darm? Wovon redet ihr? Marcel knistert. Ja, Marcel ist ja auch ein Knisterboy.
Marcel ist quasi, Marcel gehört zu den Knusper-Fans. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Kleiner Scherz. Fitzbert-Mentalien, du bist leider genauso ein Plepp wie ich. Aber Hallöchen. So. Wenn du hier die Insel hast. Ja, dann kann ich da rüber. Ja, zack, krass. Zack, so über die Ecke, das hat echt. Du musst immer so sagen, muss man sich halt alles merken. Okay, warte mal, wer da, wenn ich jetzt Wasser steigen lasse, wo ändert sich da überall was? Also in dem Raum und in dem. Ist Lord Labu vor allen Dingen, ist Lord Jabu Jabu denn so ein Stinki? Alter, das ist ein Fisch halt. Der muss stinken. Mein Fisch stinkt nicht! Zu kurz, wetten? Natürlich. Deiner ist zu kurz, Sui. Also. Deine Fische stinken krasser als meine alten Sneaks. Ach ja. Asterix und Obelix. Und oben nix. Asterix und oben nix. Genau. Warte, erzählt mir noch mal von eurem... Was habt ihr heute um 14.63 Uhr gemacht? Haha, die Uhrzeit gibt's gar nicht. Ich hab das gemerkt, Leute. Oh! Okay. Richtiger General Keck. General Keck. Was habt ihr denn um 11.47 Uhr heute gemacht, Leute? Denkt dran, Sui. Auf die Größe des Geräts kommt es nicht an. Was geht's denn jetzt schon wieder? Ich krieg irgendwie, hab das Gefühl, Leute, bei euch habe ich oft das Gefühl, dass ich irgendwelche Themensprünge nicht mitkriege. Und dann stehe ich immer da und guck dumm. Guck dumm aus der Wäsche. Ich hasse Fisch, ich hasse alles, den Geschmack, den Geruch bei der die vielen Gräten. Ich bin auch kein Fischfan, muss ich sagen. Also auf Gräten rum und rauspulen habe ich auch überhaupt keinen Bock. Wenn will ich was essen, dann ich da wieder auch in meinem Essen rumpulen, aber Filet ist mega. Geil. Fischfilet ist sehr lecker. Weißt du, wie du so einen richtigen Fischfan immer richtig schön produzieren kannst? Erzähl. Sag ich mal gerne, ich esse eigentlich ganz gern Fisch. Fischstäbchen. Und dann sagen die immer. Lecker. Ja, aber wenn du so einen richtigen Fischgourmet sagst, du isst nur Fischstäbchen bei Fisch, ich glaube, dann stirbt der innerlich ein bisschen. Ach, der soll sich mal nicht so haben. Der soll sich mal nicht so anstellen, Mann. Fischstäbchen sind ja Filet. Wie gesagt, ich esse ja nur Filetstück. Ja, das ist trotzdem so eine Stümpermeinung, weißt du? Wenn du sagst, du isst nur Fischstäbchen. Dafür bin ich, hallo, ich bin halt kein Essenspro, ich bin Zelda-Pro. Kann ja nicht überall Pro sein, stimmt's, Leute? Guck, da Rübe stirbt gerade schon. Aber übrigens, Rübe, das war tatsächlich, ich hab das nicht mal gesagt zum Meme. Ich meine, das Schlimme daran ist, ich meine das sogar ernst. Ah, nein, ah! Boah, da wurde ich richtig verfolgt gerade. Die Tigger-Warnung. Kennst du noch Tigger von Winnie Pooh? Ja, der ist immer auf seinem Schwanz rumgesprungen. Richtig. Ich fand das lustig. Ich muss erstmal eine ganze Weile erstmal checken, dass das ja alle, das sind ja alle Stofftiere, ne? Ja. Weil Christopher Robin ein bisschen, ne? Ist und deswegen redet er mit seinen Stofftieren. Weil er ein bisschen was ist? Na, ich glaube, wenn man da gibt's vielleicht auch Theorien drüber, Winnie Pooh und Christopher Robin, dass er eigentlich. Oh Gott. Wieder Koma-Theorie oder was? Natürlich die Koma-Theorie. Natürlich, weißt du? Ich habe gerade nur aus Scherz Koma gesagt und Marcel kommt direkt mit der Koma-Theorie. Ach, schön. Christopher Robin. Koma. Du heißt Christopher Robin. Ja, da unten. Ich verstehe sowieso nicht. Es heißt Robin, nicht Robin. Oder wie seht ihr denn? Welcher Name ist denn öfter vertreten? Robin oder Robin? Robin. Das heißt Robin. Robin. So, kenne ich es halt eigentlich. Ich kenne nur Robin. Robin. Ich kenne es ja nur von... Ich sag halt immer Robin wegen deinem Dingens da. Deinem Video. Wegen meinem Video. Wegen deinem... Warum ist das jetzt schon wieder lustig? Marcel, was ist los? Warum lachst du mich jetzt schon wieder aus? Nee, nischt. Robin. Bin ich bloß verunsichert. Robin. Warte mal, so, ich glaube, da kannst du hoch, weil guck mal. Warte. Marcel, du musst erstmal warten. Hallo, Kitte. Hi, Kati. Also, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, aber ich will doch nur was ausprobieren. Marcel lässt mich schon wieder nicht ausprobieren, Leute. Ma! Also, das meinte ich wirklich nicht. Oh, das meinte ich nicht. Also, das meinte ich jetzt wirklich nicht. Aber den kannst du auf alles ummünzen, diesen Scheiß. Wo willst du denn hin? Nein! Ja, ich will doch nur mal... Junge, chill doch mal deine Base, Marcel. Mein Gott, ist der Junge immer so aggressiv. Ist er bei euch im Stream auch immer so aggro? Ja. Fun-Genier. Warte mal, hier war ich doch schon mal. Das
Weg. Ich wusste doch, dass du dich verläufst. Aber du hast doch gesagt, hier soll ich hin. Ja, aber du bist genau in der Truhe vorbeigeschwommen. Die war jetzt, guck mal, weil die Insel jetzt höher ist, kommst du an diese Truhe daran. Ach so. Ist das geil? Ach, das willst du von mir. Toll, ein Gascher. Ui, toll. Da hat gerade übrigens jemand dir geantwortet, Marcel. Papa, du kannst doch direkt, Marcel taggen, Nanaki, wenn du sowieso Marcel ansprechen willst. Da musst du nicht mich taggen. Dann sieht das nämlich direkt auch in Rot, obwohl es mein Chat ist. Das ist nicht krass. Also, da. Nein, diese Theorie gibt es nicht. Die Theorie sagt, dass die Figuren aus Winnie Pooh alle eine psychische Verhaltensstörung haben. Ja, okay, das war ich auch gelesen, genau. Christopher Robin selber auf sich selber projiziert, da er selber nicht ganz richtig im Kopf ist. Was haben die denn alles für Verhaltensstörungen? Also Ferkel ist ja wahrscheinlich dann, weil er so mega Angst hat immer oder unsicher oder was? Also Tiger ist wohl ADHS, weil er nicht still sitzen kann. Alter! Ey, das Baby vom Lord Yabu Yabu! Wieso hat der einen Fisch in sich drin? Ja, weil größere Fische kleinere Fische essen. Aber wieso ein Dingens? Also ein Anglerfisch. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da noch was anderes oder ist der so free? Na, wenn hier Wasser wäre, wärst du am Arsch, Sui. Hier ist aber kein Wasser. IA ist einfach Depression. Und was ist denn Eule? Weil Eule ist einfach mega schlau. Gibt's eine psychische Krankheit, dass du einfach schlau bist? Ich meine, besserwisserisch sein oder sowas ist ja nicht irgendwie, ist ja keine Symptom. Oh mein Gott, er zitiert immer schlaue Wörter. Er muss eine Störung haben, eine psychische. Sui free in den Chat, Leute. Zwei Jahre. Die Eule ist narzisstisch. Was, echt? Daran erinnere ich mich ja nicht mehr. Ich warte nicht immer, wo Eule, hast du ein Rad? Na klar, hier. Die Eule ist ein Drogendealer. Oh, ach, warte, stimmt, warte, genau. Stimmt, die Eule war der Drogendealer, stimmt, weil die der einzige richtig im Kopf ist. Da oben steht's, Rabbit OCD. Was ist denn OCD? Hilf mir auf die Sprünge, Marcel. IA, oh, Depression, Mann. Tigger, Hyperaktiv, Winnie Pooh, Essstörung, Ferkel, ja, Anxiety und Eulenarzissmus. OCD ist, glaube ich, auch so eine, wie soll ich sagen, ja, so eine moderne Störung, die irgendwie ganz viele haben plötzlich. Oh mein Gott! Der Ferntauscher! Ja! Gut, damit kann ich jetzt ganz viele neue Sachen machen, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Slow Flip, 5 Monate Treue, Dankeschön dafür. Alter, wie schnell der auch brettert. Ist geil, ne? Zwangsstörung, ah, okay. Muss ich ja mal Fun Fact sagen, hatte ich tatsächlich früher eine ganze Weile auch gar nicht mal so unausgeprägt. So ein paar kleine Zwangsstörungen, dass ich manche Sachen immer machen musste, damit ich mich wohlgefühlt habe. Besonders früher war das extrem krass bei mir. So Schulzeiten. Also nur, weil man sich nachts mit einer Decke immer zulegt, damit man sich besser fühlt, das ist jetzt nicht, das ist normal, Chris. Nein. Wirklich so Sachen wie, dass wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das muss ich mal überlegen, keine Ahnung, wenn du irgendwo langläufst oder so, dass du, wenn ich etwas mit der linken Hand mache, musste ich das danach auch genauso oft mit der rechten Hand machen, weil ich mich sonst unwohl gefühlt habe. Zum ja, okay, Beispiel, wenn du dir irgendwie zweimal oder so auf den Oberschenkel klopfen mit der linken Hand, muss ich danach auch zweimal mit der rechten Hand auf meinen rechten Oberschenkel klopfen. Weil ich mich sonst war ich mega nervös. Und sowas hatte ich halt tatsächlich gar nicht so selten. Oder wenn ich geschnalzt habe, irgendwie manchmal mit der Zunge so. Oder so. Da muss es auch immer irgendwie eine gerade Anzahl sein oder so. Nicht nur einmal zum Beispiel. Meistens dann irgendwie 10 oder so. Wie gesagt, das hatte ich schon ziemlich ausgeprägt damals. Kein Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Nein, es war kein Scherz am Rande, aber war wirklich so. So. Gut, dass du es dann anscheinend ja nicht mehr hast. Hast du es überwunden? Das kam aber ganz automatisch. Also ich habe da nicht dran gearbeitet oder so. Es war irgendwann einfach weg. Das war irgendwann einfach weg. Also du könntest jetzt halt die eine Truhe da holen. Ja genau, ich überlege gerade nur, wie ich da hingekommen bin. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ach, da ist der Teleporter. Die Etage stimmt. Jetzt glaube ich nach unten einfach. Oder nach links. Ich glaube nach links war es. Freust du dich schon auf Smash 5? Nee, ich finde das Spiel tatsächlich ziemlich langweilig. Natürlich!
nicht. Was ist das für eine Frage? Ist es schon official, dass es Smash 5 wird? Nö. Smash halt. Smash halt für die Switch. Ich fände es so schade, wenn es neu ist, weil ich finde die alten Spielcharaktere halt noch nicht so, die haben mir noch nicht so auf den Sack. Ich werde da richtig warm mit denen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das ein neues wird. Ich spiele halt immer noch so gerne mit denen, die bisher hier. Wisst ihr, ich will mich nicht wieder an eine neue umstellen, nicht an eine neue gewöhnen. Ich kann mir auch, also ich meine, die Leute hängen sich halt momentan extrem daran auf, dass da Original Game stand. Im Trailer, aber ich sag euch, Leute, ihr vergesst eine Sache. Also die damit argumentieren. Das Spiel kommt dieses Jahr noch raus. Ja, und die vier. Wann kam der letzte DLC raus? War das nicht 2015? Und da das Spiel dieses Jahr halt noch rauskommt, ist es halt. Ich wusste es. Okay. Dann brauche ich dafür halt den Stock. Also das Spiel kommt dieses Jahr halt noch raus. Und wenn das ein komplett neues Spiel wäre, ich glaube nicht, dass das dann so wäre. Vor allem dann nicht so beiläufig in der Direct, sondern wenn dann wahrscheinlich für die E3. Das sind allein so die Indikatoren, die ich mir da mal setze. Was ist der Breath of the Wild Link? Kann natürlich, das ist einfach ein neuer Charakter halt. Kann natürlich auch sein, dass ich Quatsch rede. Es wird halt, ich nehme halt stark an, und das halte ich für am sinnvollsten, es ist Smash 4 mit ein paar neuen Updates, neue Maps, neue Charaktere und vielleicht ja auch ein Sapo-Misia. Vielleicht. Ja, und halt Elemente aus den 3DS-Versionen. Schöne Definitive Edition aus beiden. Ja, wie gesagt, halt so ein, genau sowas halt. Halt so war so ein, genau, hier kann ich jetzt weiter. Ja, daran glaube ich halt einfach auch, weil das Spiel ist noch nicht so alt. Und zocken die Leute immer noch wie verrückt. Die wollen sich da jetzt nicht schon an neue Steuerungselemente gewöhnen und so. Das ist doch irgendwie. Wie viele Jahre liegen denn sonst dazwischen? Ich bin aber. War das nicht hier Smash Melee 2001, 2002 und Wall wie 2009? Stand aber Copyright 2018 und nicht 2014 bis 2018. Ja, mein Argument steht trotzdem. Das Spiel kommt dieses Jahr raus. Und das hat mir auch schon bei mir einer im Chat gesagt. Ist trotzdem egal. Bei Mario Kart 8 Deluxe stand auch nur Copyright 2018 da. Richtig. Als es damals veröffentlicht wurde. Smash 4 ist nicht 6 Jahre alt, Legendary Hero. Spiel ist 4 Jahre alt. Oder wenn man auf den letzten DLC rücksichtigt, so ja nicht mehr so. Wann kam Bayonetta raus, letzte DLC? War das 2016 nach der ernsten Wahl und so was? Ja, ich glaube schon. Also ist das Spiel an sich erst seit 2 Jahren fertig. Komplett. Wisst ihr, und mit allem, was man sich gedacht hatte. Und deswegen, das wird eine Definitive Edition. Da bin ich eigentlich, ich finde, da sprechen mehr Sachen zu. Wie gesagt, das Copyright ist scheißegal. Wir wissen es natürlich auch nicht, aber. Wir wissen es natürlich nicht, aber. Ich bin mir relativ sicher. Ich freue mich. Die einfach Inklings auch einfach, sehr, sehr cool aus. Einfach so marketingtechnisch. Ihr müsst mal überlegen, ne? Wenn das Spiel wirklich schon so lange in Entwicklung ist, ne? Weil Smash 4, da steht gerade was von 2,5 Entwicklungszeit, ne? Wenn das Spiel schon so lange in Entwicklung ist, würde es keinen Sinn ergeben, dass sie das so lange zurückgehalten haben schon. Ne? Wäre also auch gar nicht von, gegangen. Dass wär auch gar nicht gegangen. Die ganzen Leaks werden auch wieder explodiert. Ja, wieder hat Forge schon. Mensch. Aber. Also, ich will nicht der Hoffnungsdestroyer sein, aber das so ist das meiner Ansicht nach, bin ich mir fast sicher. Wieso Hoffnungsdestroyer? Sind die Leute echt, die wollen jetzt schon 5 haben? Warum? Ja, kennst du doch, Marcel, das ist schnelllebige Zeit, in der wir leben. Dann schmeißt doch erstmal. Und jetzt, wo er nach 2 Jahren Spielen einen Charakter ganz gut könnt, dann nehmt euch doch mal einen anderen Charakter vor. Mario Odyssey wurde auch erst ein paar Monate vor Release gezeigt. Mein Lieber, du vergisst, dass es eine komplett neue Konsole war. Genau. Da kam nämlich die Switch gerade, ist die Switch nämlich gerade erst announced worden. Das ist ja eine komplett andere Situation. Und ja, halt auch wirklich marketingtechnisch halt. Wie gesagt, so haben sie jetzt schön jetzt einen Hype. Es wird halt so, wie wir jetzt gerade alle machen, wird jetzt schön spekuliert und schön Hype aufgebaut. Alle reden über Smash, Smash? Smash? Nämlich Smash. Halt, vielleicht machen sie halt auch einen neuen Titel, aber im Endeffekt ist es vielleicht doch einfach nur Definitive Edition. Die müssen sich auch nicht mal festlegen, weil die haben ja nie eine Zahl in dem Spiel gemacht. Die ist immer Melee, Wall und dann 4. In Before, es wird einfach Smash 64 HD. Wenn alle so. Breath of the Wild Link wäre echt cool, aber ich hoffe, die ersetzen nicht den Twilight Princess. Weil also ich sag mal so, Breath of the Wild Link hat schon ein gutes Moveset. Naja, bist du deswegen, also der hau rein, aber nicht unbedingt ersetzen, weil wir haben Link, Toon Link und dann einfach Wild Link. Wild Link? Der Announcer. Na, der Announcer muss ja irgendwie Wild Link.
Ja, genau, du musst ja näher. Link! Genau. Denn als Customer DLC dann Lockshark Link. Hier kommt dann ohne dazu. Dann hast du 4 Versionen. Wild Link. Das klingt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was hält. Na, glaubst du echt, die ersetzen den einfach? Nein, ich meine einfach den Name. Darum geht's mir jetzt nur. Aber sprech nochmal aus. Das klingt doch so schön, wenn ihr auswählt, so Cursor rauf und dann zack. Wild Link. Oder halt, wie sieht nicht? Link from Breath of the Wild. Link from Breath of the Wild, not the other one. You know, the new game for Switch and Wii U, but nobody cares about the Wii U. So, yeah, und, the Switch. Und hey, hey, warte mal. Ihr lacht mich jetzt aus, ne? Aber einfach ein Adjektiv vor den Namen. Was ist denn mit Young Link? Young Link. Und dann halt Wild Link. Hey, das ist... Hallo, haben die Studenten nicht das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben, ne? Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass es das erste Mal ist. Es klingt einfach, keine Ahnung, Wild Link klingt einfach für mich wie... Na, nicht Wild. Da denkt er... Weißer Link. Nein. ich hab Wild gesagt. Das erinnert mich... Keine Ahnung, wenn ich Wild Link höre, denke ich eher an irgendwie so Leute, so krasse Rocker, die irgendwie über die Pisten düsen oder so. Stimmt, Reckenlink. Reckenlink wäre auch cool. Wo war denn nochmal der scheiß Dingens hier? Scheiß Blume? Du bist im Wasser. Die scheiß Blume, nein, der Wasserversteller. Wolf Link. Ach ja. Koma Link. Ey, der wäre so... Also ich glaube, du musst an sich echt, du willst so gerade hin, ne? Wasser nochmal ablassen. Ja, richtig. Da musst du zu der Treppe, wo du deinen ersten Schlüssel benutzt hast. Ich glaube, das ist halt hier lang, nach oben. Ist, glaube ich, gleich da. White Link, come on, brah. Modern Link. Der fährt so krass, oder? Link, Toon Link, Young Link. Und halt irgendwie... Aber ich fände es irgendwie auch weird, wenn wir da irgendwie 150.000 Links hätten. Können von mir aus das Moveset vom Original-Link ein bisschen anpassen. Diese blöde Abi-Wirbelattacke machst du einfach zu den Up-Smash. Oder irgendeine Smash-Attacke, Down-Smash meinetwegen, keine Ahnung. Und gibst ihn deinem Rivali Sturm als Abi halt. Da hat er wenigstens mal eine vernünftige Recovery, der arme Boy. Boy. Hm. Ich hoffe, er kann auf den Impanator fahren, so wie Wario oder was. So Side-B. Das wäre schon witzig, ey. Vielleicht wird dann Wild Link einfach ein Wario-Klon, Leute. Let's go. Hätte ich voll Bock drauf. mit Furzen? Ja, das ist ein Rivali Sturm. Mit Furzen ist ein Rivali Sturm, richtig. Erstmal schön eingeschocht, oder wie du immer sagst. Na, Leute, wisst ihr noch, was Schurzen ist? Das hat Marcel mal erklärt. Link aus Breath of the Wild, you know the other one. Switch Game. Durch die langen. Ja. Die soll von mir aus, die machen einfach noch einen Fire Emblem-Klon rein, ey. Oh, Fire Emblem verkauft sich so gut bei den ganzen Waifu-Kram. Machen wir noch einen Charakter rein. Die machen jetzt einfach, die splitten jetzt Corrin einfach. Dann gibt es Female Corrin. Oh, hoffentlich nicht, ey. Die muss man nicht splitten, genauso wenig wie... Doch, sonst regen sich die Leute wieder auf, dass der Charakter ja ein Klon sei, aber die beiden einzelnen haben möchten. Mann! Kann man die nicht einfach eine reinhauen, ey? Wie kann man behaupten? Sakurai behauptet ja angeblich, dass er Corrin gar nicht reinbauen wollte, aber sein Entwicklungsteam hat ihn ja so gepressured, dass sie den haben wollen. Und da hat er dann, nett wie er ist, nachgegeben. Und das, weißt du, das ist ein offizielles Statement. Und ich sitze nur und denke mir so... Okay. You what, mate? Sakurai plocks. Stimmt.